Dann, Herr Lohse, Sie haben gerade Ihre Frage bemerkenswert gestellt. Sie haben nämlich gefragt, am Anfang sei die FDP ja konstruktiv gewesen und danach habe sie einen anderen Kurs vertreten. Sie haben es möglicherweise so nicht gemeint, aber dennoch will ich es aufnehmen und sagen, dass wir die ganze Zeit über konstruktiv gewesen sind. Wir haben jeweils immer Gegenvorschläge gemacht, wenn wir die Regierung zu kritisieren hatten. Zu Beginn der Pandemie war es zweifelsohne richtig, dass wir das Land kontrolliert heruntergefahren haben. Übrigens haben wir im Deutschen Bundestag als FDP als Erste etwa die Schließung der Schulen angeregt, als die in Bayern noch offen waren. Aber es gab dann eine Phase der Pandemie, ab der man Schritt für Schritt auch zu innovativeren Konzepten früher hätte kommen müssen. Denn wir sehen auf der einen Seite gesundheitliche Risiken, aber mit jedem Tag des Stillstands wachsen ja auch die sozialen und wirtschaftlichen Risiken. Und um es auf die Gegenwart zu beziehen, jetzt am 12. März halte ich nicht mehr für verhältnismäßig, dass wir so weitgehende pauschale Freiheitseinschränkungen haben, wie sie immer noch anhalten. Es wäre jetzt mit FFP2-Maske, Hygienekonzept, außerhalb der wirklich besonders scharfen Hotspots wäre es möglich, Handel, Gastronomie, Kultur, Bildung zumal zu öffnen. Die Sterbezahlen gehen ja Gottlob mit der langsam anlaufenden Impfung zurück. Und das zeigt, das Pandemiegeschehen hat sich verändert. Also muss sich auch die Politik ändern. Herr Spahn, kann noch mehr geöffnet werden? Wir sehen ja jetzt, dass einige vorsichtige Öffnungsschritte nach dem zweiten Lockdown gegangen werden. Die Infektionszahlen steigen dramatisch. Tatsächlich steigen die Totenzahlen glücklicherweise nicht, sondern sind auf einem relativ geringen Niveau. Heißt das also, Herr Lindner hat recht, und jetzt wäre die Zeit zu sagen, wir öffnen trotz erheblich steigender Infektionszahlen noch weiter als bisher beschlossen in eine dritte Welle hinein. Nun, das ist ja das, was passiert. Es finden ja Öffnungen statt und auch nicht erst seit 2 Tagen, sondern mit den Kitas und Schulen in den Ländern. Und ich will sagen, dass ich es grundsätzlich für richtig halte, bei Kitas und Schulen zu beginnen, weil das für Eltern wie für Kinder sehr, sehr wichtig ist. Aber Kitas und Schulen wieder in einen, wenn auch unter Pandemiebedingungen, Regelbetrieb, geregelten Präsenzbetrieb zu bringen, führt zu millionenfachen Mobilitätsbewegungen jeden Tag auf dem Weg dahin, auf dem Weg zurück, zu Begegnungen. Das ist schon ein großer Schritt. Es hat weitere Öffnungen gegeben. Und wir sehen ja tatsächlich, nicht nur wegen der Öffnungen, sondern auch, weil wir eben leider mit dieser Mutation umgehen müssen. Das Virus verändert sich, wird offenkundig ansteckender, ansteckungsfähiger, und verbreitet sich dadurch schneller, dass die Zahlen steigen. Dass auf der Intensivstation der deutliche Abwärtstrend, den wir gesehen haben über Wochen, im Moment in einen Seitwärtstrend sich eher verwandelt hat. Und ja, die Todeszahlen, das sind aber auch immer die Zahlen von vor 3, 4, 5 Wochen, muss man sehen. Die sind sehr zeitversetzt. Die eignen sich überhaupt nicht, um ein aktuelles Geschehen irgendwie abzubilden. Deswegen kann ich nur dafür werben. Wir sind mit den Öffnungsschritten aus meiner Sicht bis an den Rand dessen gegangen, was aus Gesundheitsschutzaspekten verantwortlich ist, wirklich nach jedem Schritt zu schauen, was folgt daraus fürs Infektionsgeschehen. Denn eins kann keiner wollen, dass wir nach 4, 6, 8 Wochen wieder vor einer Situation stehen, wo die ganzen Erfolge, die hart, sehr hart erarbeiteten Erfolge der letzten 4 Monate auf einmal wieder völlig weg sind und die Lage so wäre wie im November. Das kann keiner wollen und deswegen kann ich nur für Vorsicht werben. Das ist auch im Interesse der Wirtschaft übrigens. Die letzten, die wollen können, dass wir in 4 oder 6 Wochen wieder im November-Situationen sind, ist die Wirtschaft, sind die allermeisten Bürgerinnen und Bürger, sind diejenigen, die zu Recht auf gesellschaftliche Folgen von Lockdown hinweisen. Wir sind, Herr Lindner, ja schon in einer solchen Situation. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die ja nun unmittelbar vor einer Landtagswahl steht und in jüngster Zeit auch zu denjenigen gehörte, die gesagt hätten, wir können mehr öffnen, da ist noch mehr drin, die sogar manche Kritik an der Bundesregierung geäußert hat, hat heute Morgen gesagt, na ja, es könnte sein, dass wir im Einzelhandel kleine Einschränkungen wieder machen müssen. Also die ist jetzt schon in dieser Lage und unmittelbar vor einer Wahl tut eine Wahlkämpferin das ja nicht ohne große Not, wo sie sagt, vielleicht sind wir doch einen Schritt zu weit gegangen. Sind Sie nicht zu optimistisch? Raten Sie nicht dazu, zu weit zu gehen?
Jens Spahn hat gerade zur Vorsicht gemahnt und ich bin ebenfalls der Auffassung, dass wir vorsichtig sein müssen. Wir haben große gesundheitliche Risiken und wir haben ein Virus mit Mutation, das nicht unterschätzt, das in seiner Gefährlichkeit nicht relativiert werden darf. Auf der anderen Seite haben wir aber auch soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Risiken. Soziale Schäden, weil Menschen isoliert sind, weil Kinder und Jugendliche den Anschluss verlieren, gesellschaftliche Risiken, weil die Regeln nicht mehr geachtet oder auch im Geheimen, im Privaten unterlaufen werden. Auch CDU-Politiker aus Hessen waren ja Gegenstand von Berichterstattung. Und wir haben wirtschaftliche Risiken, auf die ich gar nicht im Einzelnen näher eingehen muss, weil sie offensichtlich sind. Und in dieser Abwägung, glaube ich, sind andere Öffnungsschritte verantwortbar, nicht ohne Schutzkonzept. Aber dort, wo erstens ein Schutzkonzept vorliegt, Maske getragen werden kann, Abstand gehalten werden kann, Hygienevorschriften durchgesetzt werden können. Zweitens, überall dort, wo vor Ort die positive Quote an der Gesamtzahl der Schnelltests, die Inanspruchnahme der Krankenhäuser, wo das Infektionsgeschehen nachvollzogen werden kann. Das ist nicht nur bei 50, sondern es geht auch bei höheren Inzidenzzahlen, wenn etwa es nicht diffus ist, sondern eine einzelne Fußballmannschaft zur Steigerung der Zahlen beiträgt. Und drittens, bei einem unverändert fortgesetzt notwendigen Schutz der vulnerablen Gruppen, da ist mehr Öffnung als jetzt nicht nur verantwortbar, sondern möglicherweise sogar empfehlenswert, um die gestiegenen sozialen und wirtschaftlichen Folgeschäden zu reduzieren. Ein Wort zur November-Situation von Jens Spahn, dem Hinweis, das überzeugt mich nicht mehr, weil wir Gott sei Dank einen steigenden Impfschutz haben. Wir haben ja im Spätsommer die FDP dringend gemahnt, Alten- und Pflegeheime zu schützen. Das ist in den Ländern nur unvollkommen umgesetzt worden. Das wird man aufarbeiten müssen. Aber wir haben dann gesehen, dass die schweren Krankheitsverläufe genau in den Gruppen waren, die Gott sei Dank, mein hessischer Fraktionskollege Hermann Otto Solms, über 80, hat jetzt die zweite Impfung bekommen, dass jetzt Gott sei Dank diese besonders gefährdeten Gruppen geschützt sind. Und das erlaubt eine andere Reaktion als im November. Der Bundespräsident hat zu Beginn unseres Kongresses heute Morgen mehr Pragmatismus angemahnt. Sie haben sich dazu ja auch schon geäußert, Herr Spahn, im Zusammenhang mit dem Impfen ist meine Frage, sind wir da denn nicht zu gebremst? Also wir diskutieren viel natürlich über die Priorisierungen und das ist ja auch alles richtig. Wir haben jetzt einen großen Schritt erreicht. Die Menschen, die besonders Alten und die in den Heimen leben, sind weitgehend geimpft. Das heißt, auch das dürfte dazu beitragen, dass die Situation in den Krankenhäusern und natürlich auch die Situation bei den Todeszahlen besser sind. Müssen wir jetzt nicht wirklich pragmatischer werden, um schneller zu werden und möglicherweise auch sagen, wir können nicht mehr so detailliert auf die Priorisierung achten? Also zuerst einmal in der Krise flexibel und pragmatisch zu sein, ist unbedingt notwendig und das ist es auch schon seit 12 Monaten. Und gleichzeitig ist es notwendig, immer an neue Wissens- und Möglichkeiten zu passen. Übrigens sehr pragmatisch ist dieses Land gerade bei der Umsetzung von Schnelltests. Letzte Woche Mittwoch Nacht beschlossen von den Ministerpräsidenten, bis zum Wochenende die Verordnung ausgearbeitet. Seit Montag übernimmt der Bund die Kosten, bis heute Freitag in den weitesten Teilen, noch nicht überall, aber in den weitesten Teilen des Landes steht das Schnelltestangebot, stehen die Testzentren in Kooperation mit Apotheken, ob Arztpraxen, ob private Anbieter, ob das DRK. Der Bund setzt den Rahmen, pragmatisch vor Ort wird damit umgesetzt. Und das ist erfolgreich, auch an anderen Stellen in dieser Krise. Und das gilt auch beim Impfen. Klar müssen wir beim Impfen... Nicht ganz so schnell, wie der Minister es ursprünglich angekündigt hatte. Nee, wir müssen schon die richtige Balance schaffen. Wissen Sie, es gingen ja einige, ich habe gestern mit den Betriebsärztverbänden nochmal diskutiert und auch mit den Arbeitgeberverbänden über Betriebsarztimpfen. Bin ich total dafür, dafür kommt auch der richtige Zeitpunkt. Aber wir können es doch im Moment... Ich jedenfalls als Bundesminister für Gesundheit nicht erklären, wenn der 40-jährige kerngesunde Mitarbeiter im Großkonzern vom Betriebsarzt geimpft wird, der 35-jährige mehrfach schwerst Vorerkrankte, aber nicht, weil er nicht einen Betriebsarzt hat, sondern möglicherweise in einer anderen Situation ist. Und deswegen finde ich es schon weiterhin wichtig, auch solange der Impfstoff knapp ist, die Prioritäten zu sehen. Wir schützen zuerst die besonders Verwundbaren. Das sind die Ältesten,
Bei den über 80-Jährigen, bei den Pflegeheimbewohnern sehen wir schon die Effekte, aber es gibt auch noch andere. Und deswegen geht das in fließenden Übergängen. Ich habe das mal prinzipiengeleiteten Pragmatismus genannt. Es muss vor Ort auch ein Stück pragmatisch entschieden werden können. Aber das Grundprinzip, bei knappen Impfstoffen zuerst die zu schützen, die ein besonderes Risiko haben, an dem müssen wir aus meiner Sicht weiterhin festhalten. Wenn übrigens eins zum Pragmatismus aus meiner Sicht dazugehört, dann auch die Art und Weise, wie wir diskutieren. Da sind wir wieder beim Verzeihen. Es ist unbedingt wichtig, über Probleme zu reden und es ist auch darüber wichtig, wenn ein Datum genannt wird und das da nicht eingehalten wird, das zu kritisieren, alles okay. Aber dass mittlerweile in der deutschen Debatte alles Debakel und Desaster ist, obwohl so viel gelingt, jeden Tag, hat mit Pragmatismus und einer pragmatischen Debatte auch wenig zu tun. Dann sind wir sozusagen, wenn wir beim Kritisieren sind, haben wir ja einen Punkt, der mittelbar mit der Corona-Krise zusammenhängt oder aus ihr hervorgegangen ist. Das ist der Umgang mit Maskengeschäften, der gerade die Unionsfraktion im Moment besonders beschäftigt. Vorab dazu, Herr Lindner, eine Frage an Sie, der Sie ja auch Fraktionsvorsitzender sind, nicht nur Parteivorsitzender. Die Dinge, die jetzt in der Union hochkommen, das heißt mutmaßlich hohe Provisionszahlungen für die Vermittlung von Maskengeschäften durch Abgeordnete, Sie sind ganz sicher, dass das in der FDP-Fraktion keinen Fall dieser Art oder ähnlich gelagerten Fall geben kann? Wir haben unsere Mitglieder befragt und gebeten, sich zu offenbaren. Und es gab keine Anzeichen dafür, für entsprechende Verdachtsmomente. Man muss ja sehr klar drei Fallgruppen unterscheiden. Die erste Fallgruppe, das sind Abgeordnete, die Hilfsangebote, wie das Jens Spahn ja auch gefordert hatte, an das Ministerium, an eine zentrale E-Mail-Adresse weitergeleitet haben. Ich alleine glaube, werde 2 Dutzend entsprechende E-Mails weitergeleitet haben. Dann gibt es eine zweite Gruppe Abgeordnete, die in ihrem Wahlkreis ein spezielles Unternehmen hatten, für das sie sich eingesetzt haben, ohne aber einen individuellen Vorteil. Auch das gehört zur Pflicht eines Abgeordneten. Das ist Vertretung von Wahlkreisinteresse in Zeiten einer Pandemie, wo es Versorgungsengpässe gibt. Und dann gibt es die dritte Fallgruppe. Und die ist inakzeptabel. Das sind in jeder Hinsicht Verfehlungen, die nicht toleriert werden dürfen. Und das ist, wenn in der Krise zum eigenen Vorteil gewirtschaftet wird. Hier wünsche ich mir Aufklärung. Die Unionsfraktion hat das ja getan. Ich habe im Übrigen keine Verdachtsmomente, dass im Ministerium von Herrn Spahn oder der Bundesregierung insgesamt nicht alles mit rechten Dingen zugegangen wäre. Das will ich ausdrücklich so sagen. Aber dennoch wäre es im eigenen Interesse der CDU, jetzt auch einen Sonderermittler einzusetzen, der mit Akteneinsicht und Zeugenvernehmung in den Ministerien, Untersuchungsausschuss käme jetzt ja zu spät, die Legislaturperiode ist zu Ende, ein Sonderermittler, der in den Ministerien eine unabhängige Persönlichkeit, ehemaliger Richter an einem Verfassungsgericht beispielsweise, aufarbeitet und der Öffentlichkeit einen Bericht vorlegt, dass hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich sage nochmal, ich habe keine Verdachtsmomente, dass das anders gelaufen wäre bei Herrn Spahn, sondern es geht um eine Frage der politischen Hygiene und der Vertrauenswürdigkeit der Politik insgesamt. Denn wir mögen vielleicht über die CDU reden. In der Breite der Bevölkerung ist es die Politik insgesamt. Herr Minister Spahn, halten Sie das für eine sinnvolle Idee, einen Sonderermittler einzusetzen? Also zuerst einmal bin ich vorneweg Christian Lindner sehr dankbar für die Unterscheidung. Wer hat das genannt? 3 Fallkategorien. Und das ist auch sehr wichtig. Die allermeisten Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, übrigens nicht nur aus dem Bundestag, es waren auch Landräte, Bürger, ganz viele, auch Bürger, Otto-Normalbürger, haben weitergeleitet. Meistens Angebote von Händlern, selten von Herstellern, aber weitergeleitet. Und das ist auch ausdrücklich okay und sogar erwünscht und nützlich gewesen, weil von 10 Angeboten, die weitergeleitet wurden, die meisten sich sowieso irgendwann in Luft aufgelöst haben, weil nicht wirklich Masken dahinter standen. Das war ja eine richtige Wildwestzeit. Ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde erzählen, was wir da alles erlebt haben damals. So, das ist ja mal wichtig, das zu unterscheiden. Deutlich von Stechung, von Provisionen, von denen keiner weiß, Käuflichkeit, das sind Einzelfälle, bei denen ermittelt werden muss, bei denen teilweise auch staatsanwaltschaftlich ermittelt wird. Und es ist sehr, sehr wichtig, das zu unterscheiden. Wir sind sehr für Transparenz. Das ist unbedingt so. Es ist nach standardisierten Verfahren hier vorgegangen worden in den jeweils einzelnen Phasen auch des Beschaffungsprozesses von der totalen Not
am Anfang, bis hin dann zu geordneteren Verfahren, so ab Mitte, Ende April bis heute. Die Frage ist, wie? Die Bundestagsverwaltung hat uns darauf hingewiesen, dass wir ohne ausdrückliche Zustimmung der Abgeordneten selbst, ist auch datenschutzrechtliche Frage, natürlich nicht veröffentlichen dürfen. Wenn der Bundestag uns einen Vorschlag macht, ob mit einem extra bestellten, einer extra bestellten Persönlichkeit, der alle sich offenbaren mögen oder wo alle einwilligen, sind wir sofort dabei. Wir kooperieren sofort. Das ist nicht der Punkt. Die entscheidende Frage ist ja die andersrum, wie wir sicherstellen können, wie der Bundestag sicherstellen kann und will, dass eben auch die Rechte der Abgeordneten gewahrt sind, so dass wir am Ende nur veröffentlichen können, wo wir auch eine Zustimmung der Abgeordneten haben. Und wenn kein anderslautender Vorschlag aus dem Bundestag kommt, werden wir auch dieses Vorgehen wählen. Sie sind Mitglied der Unionsfraktion, die hat einen, ich nenne es mal, Endtermin gesetzt bekommen von der Fraktionsführung, nämlich bis heute, 18 Uhr, eine Erklärung abzugeben, dass man im Zusammenhang mit der Beschaffung von medizinischem Material rund um das Thema Pandemie und Corona sich nicht persönliche finanzielle Vorteile verschafft hatte. Haben Sie Ihre Erklärung schon abgegeben? Und die daran anschließende Frage, was ist eigentlich, wenn heute um 18 Uhr ein erkennbarer Teil der Abgeordneten das nicht getan hat? Ja, ich habe sie direkt gerne abgegeben, weil ich das Anliegen dahinter und die Aussage dahinter unbedingt unterstütze, so wie Christian Lindner es auch gerade gesagt hat, in dieser Krise, übrigens auch jenseits dieser Krise, sollten sich Abgeordneten nicht irgendwie Geld verdienen dadurch, dass sie irgendwie was vermitteln oder Interessen vertreten oder sonst was in so einem Kontext als Abgeordneter gegenüber einem Ministerium oder sonst wo aufzutreten oder mit dem Bundesadler oder wie auch immer. Das geht gar nicht. Und deswegen kann ich das nur gut finden, dass das überall auch klargestellt wird und dieser Unterschied rausgearbeitet wird. Und das kann eben mit einer solchen Erklärung gelingen. Jetzt warten wir erst einmal ab. Ich habe bis jetzt noch keine Erkenntnisse darüber, dass nicht ausreichend Rücklauf dazu wäre. Gut, an dieser Stelle Ihnen beiden von meiner Seite vielen Dank. Mein Kollege Müller hat noch einige Fragen von Zuschauern von uns. Und Herr Spahn, Herr Lindner, vielen Dank und ich übergebe an Herrn Müller. Ja, vielen Dank. Herr Minister Spahn, wie sind Sie zufrieden mit dem Vorgehen einzelner Länder oder man könnte auch sagen mit dem gelebten Föderalismus, wie er sich in der Pandemie jetzt darstellt? Es ist beides. Es ist eine Stärke in weiten Teilen der Pandemie und der Phasen der Pandemie gewesen, der Föderalismus, weil zentral aus Berlin heraus alles organisieren, alles umsetzen, aus meiner festen Überzeugung nicht so gut gelingt wie mit 16 Landesverwaltungen und übrigens ja fast 400 Landkreisen und kreisfreien Städten, auch in jeweiliger politischer Verantwortung. Ich habe vorhin das Beispiel Schnelltestzentren und anderes gemacht. Das ist eine Stärke, aber es ist nur dann eine Stärke, wenn wir uns auf ein gemeinsames Ziel und einen bundeseinheitlichen Rahmen verständigen. Und es ist noch viel mehr eine Stärke, wenn Wahltermine, welche Art auch immer, ob Landtags- oder Bundestagswahlen, nicht dazu führen, dass dem und hier wollen wir diese Podiumsdiskussion verlassen und das noch kurz besprechen mit unserem Kollegen Holger Schmidt-Denker, der zugehört hat, das Thema verfolgt hat. Ist ja, Holger, eine interessante Zusammenstellung auf dem Podium, ne? Also mehr Freiheiten fordern, eher Team Lindner versus Vorsicht, Team Gesundheitsminister. Wie hast du dieses Spannungsfeld in dieser Diskussion jetzt erlebt? Tja. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Minister 1 ist weg jetzt gerade, ne? Oh, jetzt kann er uns nicht hören, Holger Schmidt-Denker. Das versuchen wir technisch noch in den Griff zu bekommen. Aber wenn das jetzt in diesen Sekunden nicht klappt, versuchen wir es dann später nochmal mit der Schalte nach Berlin, liebe Zuschauer. Machen wir weiter mit